herzlich willkommen zu Maries Salon du Livre liest. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, mit riesen Schritten. Der Dezember wird an uns vorbeigehen, ratzfatz, diverse Einladungen, Christkindl-Besuche, Weihnachtsgeschenkaktionen und so weiter. Und irgendwann im Jänner werden wir aufwachen und so, huch, das Jahr ist vorbei. So geht es mir zumindest immer. Wir machen jetzt natürlich schon diverse Vorschauen auf Verlagsprogramme bzw. Ankündigungen, welche Bücher im Jahr 2018 erscheinen werden, worauf wir uns freuen, ob Serien weiter übersetzt werden, hoffentlich weiter übersetzt werden. Und dennoch habe ich mir jetzt einfach mein Lesejahr 2017 einmal kurz Revue passieren lassen und bin dann draufgekommen, dass ich wahnsinnig viele deutschsprachige Autorinnen und Autoren gelesen habe. Ich schmeiße euch jetzt einfach mal ein paar Zahlen hin. Normalerweise tue ich das nicht so gern, weil das mache ich täglich in meinem Job, aber heute ausnahmsweise. Insgesamt habe ich bisher im Jahr 2017 92 verschiedene Autoren gelesen. Davon waren 36 deutsch und 56 anderssprachige, hauptsächlich Englisch. Von den 121 Büchern, die ich bisher gelesen und rezensiert habe, waren 48 deutsch und der Rest Anderssprache, hauptsächlich Englisch. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt einen relativ hohen Schnitt an deutschsprachigen Autoren und Autorinnen. Der Trend hat sich schon abgezeichnet, aber dass es heuer so hoch war, hat mich jetzt ehrlich gesagt total überrascht. Ich möchte auch jetzt nicht jeden, also ich erwähne jetzt einmal jeden Autor, den ich gelesen habe, mit dem Buch, was ich gelesen habe und vielleicht auch der Bewertung. Alle Rezensionen verlinke ich nicht, weil das wird viel zu viel Information, sondern ich habe ein paar, wo ich sage, das ist ein Tipp, bitte lest es, die verlinke ich euch, entweder zeige ich euch das Cover als Einblendung oder ich habe die Bücher sogar da liegen und hoffe, dass es euch Spaß macht, vielleicht entdeckt ihr irgendeinen Autor, den ihr bisher noch nicht entdeckt habt, falls ihr schon was gelesen habt, falls ihr sagt, das war total super, das hat mir auch gut gefallen oder eben, das war so überhaupt nicht mein Geschmack. Bitte hinterlasst mir einfach euren Senf in den Kommentaren, postet, was das Zeug hält, freut mich, wenn wir da einfach einen Austausch haben und gebt mir Tipps, wo ihr sagt, das hast vergessen. Dann bin ich voll und ganz bei euch. Ich liebe es, neue Sachen zu entdecken. Wir machen es jetzt im Grunde genommen zweigeteilt. Als erstes meine Wiederholungstäter. All die Autorinnen und Autoren, die ich bisher schon mal gekannt habe, die ich schon gelesen habe. Und danach, zweiter Teil, die neu, für mich neuen. Angefangen hat das Jahr mit Inka Loren Minden. Inka Loren Minden ist bekannt im Moment vor allem für ihre Warrior Lover Serie. Allerdings habe ich Teil 1 der Hot Heroes gelesen und zwar Burning. Es geht um einen Feuerwehrmann und sie ist einfach wirklich grandios, wenn es darum geht, eine wundervolle Geschichte zu schreiben, verpackt in hocherotische Szenen. Mit Inka Loren Minden kannst du in dem Genre eigentlich fast nichts falsch machen. Ich habe, glaube ich, keine einzige Geschichte gelesen, die mir partout nicht gefallen hätte. Sie schreibt auch unter Monica Davis Jugendromane. Die Autorin durfte ich in Berlin bei der Love Letter auch persönlich kennenlernen. Ich habe, weiß nicht, manches Mal funktioniert das, ganz was anderes erwartet, dass sie dann da war. Sie war ein kleiner Wirbelwind und irrsinnig freundlich, irrsinnig nett und das ist dann immer total charmant, wenn man so jemanden kennenlernen kann. Als nächstes war Lisa Thorberg auf meiner Liste. Und zwar, Lisa Thorberg durfte ich letztes Jahr am Flughafen von Innsbruck kennenlernen, wo wir gemeinsam uns auf den Weg zur Frankfurter Buchmesse gemacht haben. Länger miteinander gesprochen haben wir an der Gepäckausgabe, weil wir haben, glaube ich, eine knappe Stunde auf die Koffer gewartet und haben da gequatscht und haben seither immer wieder mal Kontakt, so E-Mail und so weiter. Und als Lisa Thorberg hat sie Catch the Millionaire, die Serie, herausgebracht. Der letzte Teil war jetzt, glaube ich, Teil 4. Der liegt noch ungelesen bei mir, weil ich nicht Abschied nehmen mag. Catch the Millionaire ist sowas wie The Bachelor, nur nicht mit so vielen Kandidatinnen. Und das Ganze spielt in London und es gibt Verwicklungen persönlicher Art und so viel Humor, so viel Witz, so viel Liebe und es ist wirklich super genial geschrieben, haben mir alle sehr, sehr gut gefallen und der letzte, wie gesagt, jetzt mal habe ich habe mal einen Reader und denke mir, jetzt lese ich ihn und dann, aber dann ist es vorbei, also manches Mal fällt es mir einfach schwer, Abschied zu nehmen. Lisa Thorberg schreibt auch als Monica Bellini und
Gwendoline war eines ihrer erfolgreichsten in diesem erotischen Genre. Und heuer hat sie Broken Wings geschrieben und herausgebracht. Und ich habe mir ganz was anderes erwartet, als ich bekommen habe. Bekommen habe ich eine wahnsinnig intensive Geschichte über eine Frau, die Schlimmes erlebt hat, die das langsam aber sicher verarbeitet, wo einfach auch die Umstände, die Zeitumstände einfach ein bisschen anders sind und sie versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Die ersten Kapitel waren einfach so ergreifend erzählt und beschrieben, also dass ich einfach damit nicht hinterherkommen bin. Da waren meine Gefühle immer noch in Kapitel 1 und ich war eigentlich mit dem Buch schon fast fertig. Es hat von mir 4 Sterne gekriegt, aber es war ein ungemein aufwühlendes Buch und eine ungemein aufwühlende Geschichte, die mich einfach atemlos zurückgelassen hat, muss ich ganz offen zugeben. Aber eindeutig auf der sehr, sehr guten Seite. Als nächstes habe ich einen der wenigen Männer, und zwar Alex Capus, den Schweizer. Und der hat letztes Jahr Das Leben ist gut veröffentlicht und ich kenne ihn schon aus Leon und Luise. Finde den Mann einfach absolut genial. Ich habe ihn jetzt schon 2-mal bei Lesungen gehört. Er hat eine tolle Stimme, er ist irrsinnig lustig, witzig. Versucht immer zu sagen, na, das Ganze ist nicht autobiografisch. Es hat autobiografische Züge, natürlich nicht alles. Und er schafft es, im Grunde genommen alltägliches Leben in Worte zu fassen und die einfach in eine Geschichte zu packen, die mich immer wieder begeistert. Hat von mir 5 Sterne gekriegt, weil es einfach absolut super toll war. Als nächstes habe ich ein Duo, und zwar Ursula Poznanski mit Arno Strobel. Arno Strobel kenne ich mit seinen Büchern Das Wesen, Der Trakt und noch ein paar anderen. Mag ich total gern. Und Ursula Poznanski habe ich bisher noch nicht gekannt vom Lesen her. Gemeinsam mit Fremd haben sie mich überhaupt nicht abgeholt. Der Funke ist nicht übergesprungen. Ich habe mich während dem Lesen ständig gefragt, warum ist das so und wieso machen sie das so und warum kann dann jemand nachfragen. Und hat von mir in dem Fall jetzt nur 2 Sterne gekriegt, weil es mich einfach zum Teil nur genervt hat. Und Arno Strobel kriegt von mir auf jeden Fall immer wieder neue Chance, weil ich weiß, allein mag ich ihn. Ich vermute auch, dass ich Ursula Poznanski allein mag, deswegen steht bei mir schon Aquia. Ob ich ihren gemeinsamen Roman, glaube ich, anonym noch lese, lasse ich dahingestellt, weiß ich nicht. Als nächstes kommt eine Autorin, die ich eigentlich als normale Leserin kennengelernt habe über Facebook. Und unter Robin Lang hat sie eine Serie Hier und Jetzt herausgebracht und die wirklich ausgezeichnet ist. Sie gibt sich unheimlich viel Mühe im Schreiben ihrer Geschichten, um die Menschen einfach so realistisch wie möglich darzustellen, um ihre Sorgen und Nöte zu beschreiben und einfach das Leben wiederzugeben. Verpackt in eine tolle Liebesgeschichte mit ungemein sympathischen Figuren. Ich glaube, es ist ein 6-Teiler, wenn es mir nicht da ist. Ich bin da auch noch nicht ganz fertig. Das ist auch so etwas, wo ich sage, das sind Kurzromane und dann fällt es mir einfach schwer, mich komplett zu verabschieden. Aber es sind die restlichen Teile noch da und freue mich schon weiterzulesen. Ja, zu viele Bücher, zu wenig Zeit, aber wem sage ich das? Als nächstes eine sehr renommierte Autorin, Anne Freitag. Heuer mit dem Mund voll ungesagter Dinge. Letztes Jahr war sie mit meinem Bester letzter Sommer eines meiner Highlights. Und mit dem heurigen Buch hat sie Geschichte geschrieben für junge Erwachsene, die ich auch Erwachsenen einfach ans Herz lege. Sie schreibt, es geht ums Erwachsenwerden, ums sich selbst finden, um Liebe zu einem jungen Mann bzw. auch zu einer jungen Frau. Also sie greift sehr aktuelle Themen auf und umschreibt sie jetzt nicht mit schönen Worten, sondern sie ist sehr ehrlich. Und damit ergibt sich eine tolle Geschichte über das Erwachsenwerden, was wir alle mit verstehen können, weil Pubertät war für mich, war sie nicht toll und bin froh, dass ich sie hinter mir habe. Erwachsenwerden ist einfach immer irrsinnig schwierig. Als nächstes habe ich Sebastian Fitzig, den ich eigentlich total gern mag. Ich mag seine Lesungen, ich mag eigentlich auch seine Bücher. Mit 8 Nacht hat er mich aber völlig im Stich gelassen.
das war ähnlich wie fremd. Da habe ich mich während dem Lesen einfach schon gefragt, ja, wieso mache ich das und warum macht man nicht das und warum macht man das? In dem Augenblick, wo ich in einer Geschichte anfange, nach anderen Lösungswegen zu suchen, ist für mich die Geschichte gelaufen. Dennoch, Flugangst 7.1 als Hörbuch bei mir schon eingezogen, werde ich auf jeden Fall Sebastian Fitzek weiter beobachten und lesen. Nehme ich jetzt einmal stark an. Als nächstes habe ich Charlotte Lukas. Charlotte Lukas kenne ich als Anne Herz. Das schreibt sie gemeinsam mit ihrer Schwester. Und Anne Herz ist für mich immer die pure Unterhaltung. Die haben da einen Wortwitz, die haben da Formulierungen. Sie übertreiben dann viel, Ironie ist dabei, also das ist echt alles. Also Anne Herz weiß ich genau, wenn ich das aufschlage, dann bin ich in einem Himmel, der mich einfach, wo ich mich hinsetzen kann und mich fallen lassen kann und dann herzhaft lachen muss über diverse Formulierungen, die sie haben. Genial. Als Charlotte Lukas hat sie heuer, also das erste ist letzte erschienen, das habe ich erst heuer gelesen, Dein perfektes Jahr. Und jetzt vor kurzem, Wir sehen uns beim Happy End. Da ist sie sehr, sehr viel ernsthafter und sehr einfach ein bisschen, trockener ist das falsche Wort, sondern sie konzentriert sich da sehr auf die Figuren, auf die weiblichen Figuren, beziehungsweise in Dein perfektes Jahr hat sie einfach zwei Menschen über ein Jahr mehr begleitet, die sich hin und wieder fast treffen und dann doch nicht treffen, und Wir sehen uns beim Happy End einfach über eine Frau, die ihr Happy End haben will und auch andere Happy Ends herbeirufen will und der man manchmal einfach den Kopf waschen will und sagen, so geht es einfach nicht. Aber es ist schlussendlich, sind beide Geschichten wirklich, habe ich immer noch im Kopf und denke zum Teil noch drüber nach. So war es sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich Kay Jones mit Die Charlotte Haynes Saga. Ist eine Geschichte, die in der Jetztzeit spielt, mit Fantasy-Elementen. Und was mir da zusätzlich noch gut gefallen hat, war, ein Teil der Geschichte spielt in Amiens. Amiens ist ungefähr 110 Kilometer nördlich von Paris und meine Mutter ist da aufgewachsen. Ich war da also öfter bei meiner Großmutter, habe da unzählig viele Tage, viel Zeit verbracht, und ein Teil davon spielt in der Kathedrale, und die Kathedrale von Amiens ist eine tolle Kirche. Die gefällt mir persönlich besser als Notre-Dame de Paris, und da hat eben ein Teil der Geschichte gespielt, und das macht einfach was her, wenn man sagt, das kenne ich und das weiß ich und das Eck kenne ich ganz genau. Und als Isadora Evans hat Kay Jones einen Roman geschrieben, der in Schottland spielt, den ich ebenfalls jedem ans Herz legen kann. Sie schreibt wirklich interessant und liebevoll und spannend. Ja, alles dabei, was man so braucht. Als nächstes habe ich Emily Bolt. Die ist da hier schon seit einigen Jahren, und zwar mit ihrer Serie rund um Anna und Mark. Und heuer ist die Serie leider zu Ende gegangen mit einer Hochzeit für Mr. Grey. Wer die Serie kennt, wird mir wahrscheinlich zustimmen. Es war einfach, Anna war einfach die Frau, die jedes Fettnäpfchen zielsicher getroffen hat und sich auch noch gesuhlt hat. Die Momente des Fremdschämens waren einfach immer da. Und beim Lesen, du mach's nicht. Aber es war, also ich muss echt sagen, die Bücher begleiten mich. Ich habe sie alle da, ich habe sie alle mehrmals gelesen, weil sie einfach, das ist so, das feel good. Und der Moment festzustellen, andere Leute können auch ziemlich dumme Dinge machen. Ein zweites Buch habe ich von ihr gehört, und zwar Wenn die Liebe Cowboystiefel trägt, geht es um eine Frau, die aus Salt Lake City, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, zurück zu ihren Eltern aufs Land kommt, weil sie einen sehr, sehr schweren Schicksalsschlag hinter sich hat und da versucht einfach ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen, beziehungsweise einfach auszufinden, was sie als nächstes machen will, und dort auf Jugendfreunde trifft und ja. Romantik at its best, würde ich mal sagen. Dann habe ich Alex Jones. Alex Jones kenne ich persönlich davor als Sarah Bellin. Und als Sarah Bellin schreibt sie sehr gefühlvolle Liebesgeschichten, hauptsächlich die sich auch in Berlin abspielen, wenn es mich nicht ganz täuscht. Und als Alex Jones hat sie Zwillinge küssen besser aus The Millionaire's Club, glaube ich, heißt. Hocherotisch und für zwischendurch absolut passend. Perfekt. Eine weitere Queen der Erotik, und zwar für mich eine der absoluten Queens, Jess Winter.
Wer erotische Romane mag, die auch einen Touch BDSM haben, kann an Jess Winter nicht vorbeigehen. Das ist jetzt ein Befehl. Liebe Sklavin, Zähmin der Wildkatze, absolute Hingabe, bitte lesen. Da ist alles, also es ist wirklich, da geht es um, natürlich um Sex, um Erotik, um Liebe, um Freundschaft. Aber es werden da auch Gefahren angeschrieben, also angesprochen und so weiter. Also Jess Winter ist definitiv die Queen, meiner Meinung nach. Heuer habe ich von ihr Las Vegas Gigolo Teil 2 gelesen, spielt natürlich in Las Vegas, geht um mietbare Männer. Und was ich an Jess Winter einfach mag, sie schreibt tolle Geschichten mit viel Gefühl, sehr plastisch, aber niemals vulgär oder untergriffig oder so irgendwas. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man nicht ein Kapitel liest und sagt, ich kann nicht mehr, es ist einfach nur widerlich oder so. Das gibt es da nicht. Als nächstes habe ich, und jetzt kann ich euch ein Bild, also die Jess Winter blende ich auch ein. Als nächstes habe ich Luisa Valentin mit Jeder neue Tag mit dir. Die hat anders letztes Jahr schon, die habe ich letztes Jahr schon gelesen. Und zwar schreibt sie einen Roman über ein Ehepaar, das bereits 13 Jahre verheiratet ist und wo eigentlich das Happy End schon vorbei ist. Sie haben sich ja schon bekommen, jeder Roman schon aufgehört hat und sie setzt einfach 13 Jahre später an. Jeder, der ja schon länger in einer Beziehung ist, weiß, dass das Happy End nicht das Ende ist. Genauso ist da. Absolut genial geschrieben, tolle Story, tolle Wendung und also Luisa Valentin kann ich jedem neu ans Herz legen. Als nächstes habe ich Peyton Dare. Hat letztes Jahr, ist im erotischen Genre auch, sehr hoch erotisch. Letztes Jahr waren es die 3 Begierden und heuer sind es die 2 Sehnsüchte. Man kann die Romane unabhängig voneinander lesen, keine Frage. Ich bin ein Verfechter des Reihenfolgelesens, also lest erst die 3 Begierden und dann die 2 Sehnsüchte. Es wird ein bisschen, es kommen einfach Figuren vom ersten Teil wieder, aber wie gesagt, man kann sie getrennt voneinander auch lesen. Hocherotisch. Ich sage nur hocherotisch. Als nächstes haben wir noch eine Queen des Erotik-Genres, aber nicht nur. Und zwar Sandra Henke. Sandra ist wahnsinnig vielfältig. Ich habe sie kennengelernt mit meinem allerersten erotischen Roman, Loge der Lust. Aber in der Zwischenzeit schreibt sie Fantasy-Romane mit der Alpha-Reihe, die mir wahnsinnig gut gefällt. Dann hat sie Kurzgeschichten. Als Laura Wolf schreibt sie Krimis bzw. Thriller. Und jetzt hat sie eine Liebesromane angefangen zu schreiben. Und zwar einfach richtig süße, schöne, tolle Liebesromane. Und heuer war Nacktbaden mit dem Teufel. Und ehrlich gesagt, mit dem würde ich auch nackt baden. Jetzt bin ich vielleicht eher im Mondschein oder so. Wurscht. Die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur ist genial. Sie will ihr Zuhause retten, kurz, und tut dafür fast alles. Macht dafür auch Dinge, wo man so richtig sagt, ob das gut geht. Ich habe es am ersten Tag meines Urlaubs fertig gelesen und das war einfach die richtige Einstimmung. Absolut genial. Nacktbaden mit dem Teufel, Sandra Henke. Kann nichts schief gehen. Das waren meine Wiederholungstäter. Jetzt kommen die Autorinnen, und in dem Fall sind es wirklich nur Frauen, die ich heuer zum ersten Mal entdeckt habe und deren Geschichte ich heuer zum ersten Mal lese. Und zwar beginnen tue ich mit Barbara Winter, mit einer Kurzgeschichte, Kein Offizier und auch kein Gentleman, auch eine hocherotische Geschichte, die auf einem Schiff beginnt und die uns einfach entführt in eine sinnliche Umgebung und wirklich auch sehr gut geschrieben. Für zwischendurch mag ich das einfach sehr, sehr gerne mal komplett abtauchen. Als nächstes habe ich einen weiteren Tipp für euch und zwar Patrizia Zanini mit Meine Schwester, die Hummelkönigin. Cover hoffentlich blende ich auch ein. Die Geschichte ist mir jetzt nur im Gedächtnis geblieben. Die hat mich wirklich wahnsinnig bewegt. Es geht um eine Frau, die einen Fehler macht und der Fehler kann nicht mehr korrigiert werden. Es geht einfach nicht mehr. Und sie muss zurück zu ihrer Schwester. Und ihre Schwester ist nicht behindert oder so, sondern sie empfindet Dinge anders. Ich glaube, es ist sowas wie Asperger-Syndrom
und sie muss schauen, was die Zukunft mit dieser Schwester vorhat, was man damit macht. Und die Geschichte war sehr gefühlvoll, sehr berührend und wirklich eine tolle Erinnerung, dass man Dinge, hoffentlich Fehler oder Sachen, die man bereinigen kann, noch rechtzeitig bereinigt und verändert. Also meine Schwester, die Hummelkönigin, absolut geniales Buch. Dann habe ich noch einen Tipp gleich hinterher, und zwar von Laura J. Coleman, Isabellas Plan vom Glück. Laut Klappentext war das eine Frau, die einfach voller Energie ist, die spontan ist und die einfach schaut, wie sie ihr Leben lebt, und die trifft auf einen Mann, der eingezwängt ist in seinen Terminkalender und absolut unflexibel ist, sondern alles plant, und zusammen gibt es natürlich eine Mega-Konstellation. Mit der Wendung, die es dann einmal gibt, habe ich so nicht gerechnet. Also das war echt top. Als nächstes habe ich ein Historical von Lisa McAbee, und zwar Der Spion mit dem Strumpfband. Spielt im 19. Jahrhundert, England des 19. Jahrhunderts, eine Frau im Mittelpunkt, die Spionin wird, und die begleitet man. Es ist echt eine interessante Geschichte von einer Frau, die eigentlich recht selbstständig ist, die recht selbstständig werden hat müssen, und sehr, sehr spannend. Gut geschrieben, gute Unterhaltung. Sie hat gerade im Moment gerade was Neues, was gerade nicht mehr, wie es heißt. Egal, habe ich schon am Reader, hoffentlich bald. Dann habe ich eine Autorin, da habe ich zwei Bücher von ihr gelesen, und zwar, ich vergesse immer, wie sie heißt, Kate Lynn Mason. Das erste war ein erotischer Roman, und zwar Liv und Aidan, Irresistible. Tolles Paar, wirklich absolut geniales Paar. Tolle Geschichte mit dem richtigen Anteil an Liebe, und das war wirklich gut. Und das andere war ein reiner Liebesroman, nennen wir es jetzt einmal so, und zwar Heartbreaker. Und zwar geht es um eine Frau, die für begrenzte Zeit zu ihren Eltern zurückkehrt, im Studium, in den Ferien, und zwar nach Irland, hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass das Ganze in Irland spielt, trifft dort auf Jugendfreunde, auf ihre Schwester und die ganzen Komplikationen. Als nächstes ist Mela Wagner auf meiner Liste mit dem Roman Restart. Das ist kein locker flockiger Liebesroman. Es ist ein Liebesroman, ja, allerdings geht es um eine Frau, die eigentlich die Liebe ihres Lebens kennengelernt hat, und dann passiert etwas Unerwartetes, die Liebe zerbricht, man trifft sich dann nach Jahren wieder, und es gibt einen zweiten Teil dazu, den habe ich bereits da, für den brauche ich aber Durchhaltevermögen ist das falsche Wort, sondern den richtigen Augenblick. Das ist, wie gesagt, kein locker flockiges Ding, was ich sonst gern lese, sondern das ist echt sehr, sehr viel ernsthafter und sehr viel tiefgehender. Aber nichtsdestotrotz eine tolle Geschichte mit einem guten Schreibstil, mit tollen Figuren und einfach aus dem Leben heraus, würde ich jetzt mal so sagen. Als nächstes Zoe Dubois mit Secret Love. Auch ein sehr erotisches eine sehr erotische Kurzgeschichte, die wirklich, es ist einfach, das ist so wie Barbara Winter oder eben jetzt, wie war das, Alex Jones, das ist einfach für dazwischen einfach so der richtige Kick, um vielleicht einmal zu sagen, mein Leben ist im Moment einfach so eingepfuscht und so eingespannt, ich brauche jetzt dazwischen einfach was locker flockiges und auch was Erotisches, und das hat man an 2, 3, 4, 5 Stunden, und dann fühlt man sich einfach wieder gut und hat einfach wieder... Also das gehört auf jeden Fall da dazu. Als nächstes habe ich den Megatipp, und zwar Bucketlist von Mia Bay Myers. Ich sage nur so viel, kauft euch Taschentücher, setzt euch hin, lest die Geschichte, sie ist toll. Mehr will ich gar nicht sagen, ich blende das Cover ein, kauft es euch. Als nächstes Laura Newman. Die hat mich mit ihrer New World Chronik absolut und total überrascht. Es ist ein Jugendroman, es geht um Fantasy. Ich finde den Fantasy-Anteil sehr interessant und spannend. Ich warte auf den zweiten Teil. Genial, wirklich genial. Hat mir irre gut gefallen. Hoffe, dass der zweite Teil bald kommt. Ariana Morrigan
hat mit ihrer Morning After Dark, das glaube ich wird dann eine Serie, eine wirklich tolle Geschichte geschrieben. Ach, Mann, was habe ich gelacht, Mann, war das cool, toll, es geht um eine Autorin, die einen Rockstar kennenlernt und genial. Genial, lest es, super. Karin Lindberg. Karin Lindberg habe ich in Berlin auf der Love Letter kennengelernt, welche Überraschung. Und sie hat mir, sie hat Karten mitgehabt mit dem Cover ihrer Prescott Sisters. Das sind 5 Teile und die haben alle, ich blende sie dann ein, die haben alle irgendwie den gleichen Stil und mit dem hat sie mir ehrlich gesagt schon ein bisschen gehabt und dann der Klappentext, es gibt 5 Schwestern, es gibt 5 Teile, der erste ist der Maskenball, die Entführung, der Meisterdieb, der Amerikaner und der Bodyguard und da würde ich jetzt wirklich sagen, lest von 1 bis 5, weil es gibt eine Hintergrundstory, die sich einfach über alle 5 Teile zieht. Mir haben sie alle 5 total gut gefallen. Ich glaube, der Amerikaner ist mein Lieblingsteil, wobei ich auch den Meisterdieb gut gefunden habe. Egal, genial, super. Karin Lindberg hat gerade auch ein neues, ist glaube ich eine Wintergeschichte, wenn es mich nicht täuscht. Als nächstes Violet Truelove. Die Frau hat Energie für 2, die war witzig, die war ehrlich, die war toll und mit einem Fotograf zum Verlieben, geniale Schauplätze in den USA und so weiter, mit gut recherchierten Angaben, die sie da macht und die merke ich mir, die ist super. Der nächste Teil, glaube ich, ist bei mir auch schon gelandet. Joss Brown, ebenfalls ein erotischer Roman, allerdings sehr viel dunkler. Jetzt nenne ich das einmal Dark Romance. Da ist ein richtig guter Krimi dahinter. Josh Brown, das heißt The Darkness of Stone 1 bis 3. Sind 3 Kurzromane, ergeben dann ein Ganzes. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau auch gute Thriller schreibt. Also der Krimianteil war gut. Definitiv. Als nächstes habe ich Christina Geiselhardt mit Die Bluthunde von Paris. Es geht da um die Französische Revolution. Jetzt hole ich kurz aus, meine Mama ist aus Frankreich und ich bin mit den Werten, Idealen der Französischen Revolution groß geworden. Und in dem Fall wird an den Werten nicht gerüttelt, sondern es wird ein wirklich sehr, sehr genauer, sehr guter Blick in die menschliche Seite der Französischen Revolution geworfen. Und zwar, wie es den Menschen in der Zeit damals wirklich gegangen ist. Also ich denke, dass das gut recherchiert ist. Das ist kein Historical, sondern das ist ein historischer Roman, der sehr, sehr gut recherchiert ist. Auch meine Mutter hat gesagt, boah, und manchmal haut an der Grenze des Ertragbaren ist. Aber damals waren die Zeiten anders, damals haben die Leute anders reagiert. Also wer einen gut recherchierten historischen Roman über die Französische Revolution, nicht über die geschichtlichen Aspekte, sondern die menschlichen bzw. familiären Aspekte haben will, ist mit Die Bluthunde von Paris auf jeden Fall gut bedient. Als nächstes noch ein Tipp. Jackie Wellgood, Das Päckchen. Das Cover mit diesen Herzchen ist Programm. Das ist ein Wohlfühlroman. Also ich glaube, den werde ich in meine Top 10, in meine Highlights des Jahres 2017 einordnen. Und zwar deswegen, weil er alles gehabt hat, was ich von einem Liebesroman erwarte. Tolle Geschichte, tolle Figuren, gutes Gefühl am Ende. Einfach am Ende war, also es hat innen drin auch so, wie soll ich sagen, einen guten Zweck und mir hat das irrsinnig gut gefallen. Jackie Wellgood hat jetzt auch ein neues, so, irgendwas mit New York. Ich war gestern online auf ihrer Facebook-Seite und habe jetzt den Titel wieder vergessen. Egal, die Frau, merke ich mir, wird sofort heuer noch gelesen, das nächste. Das Päckchen war absolut toll, einfach viel gut. Okay, ein weiteres Highlight meines heurigen Jahres, ob es in die Top 10 kommt, weiß ich noch nicht, entscheide ich noch. Anna-Maria Schenkel, Als die Liebe endlich war. Davon gibt es sogar eine Videorezension, wenn es mich nicht täuscht. Weiß ich nicht mehr. Es geht um eine Familie, die 1938 aus Deutschland flieht, in Shanghai landet. Das ist die eine Zeit, der eine Zeitstrang und dann zweiten Zeitstrang mehr oder weniger in der Gegenwart und man muss es lesen, um herauszufinden, wie die zwei Geschichten miteinander verbunden sind. Mir hat das irrsinnig gut gefallen. Das muss mit dieser Flucht nach Shanghai ist für mich ganz was Neues gewesen und war irre gut geschrieben. Definitiv ein Highlight.
Als nächstes haben wir Meredith Winter mit Blutroter Frost. Es wird als Lady Thriller deklariert, ist es meines Erachtens nicht. Dafür fehlen die Thriller-Elemente, aber die Dame hat definitiv Luft nach oben. Also da kann ich mir vorstellen, dass die einmal wirklich richtig gruselige Sachen schreibt. In Blutroter Frost geht es um eine Ärztin, die eine eigene Praxis aufmacht und im Dunstkreis dieser Praxis passieren Sachen, von denen sie nichts weiß. Aber da kann ich mir vorstellen, dass da einfach noch richtig, richtig guter Krimi einmal rauskommt. Als nächstes habe ich einen weiteren Tipp. Mona Carsten Beginnserie. Das ist eine Trilogie, das ist stellvertretend für Teil 1. Und wenn ich euch den da in die Kamera halte, dann ist es einfach sozusagen, es muss keine amerikanische oder englischsprachige Autorin sein, die gutes New Adult schreibt. Mona Carsten ist der lebende Beweis dafür, das ist genial. Die drei Geschichten sind super toll, da ist alles dabei, spielt am College. Also der Schauplatz ist in dem Fall Amerika, aber weil einfach die Strukturen da ein bisschen anders da sein. Aber von der Geschichte her, ich habe jetzt gerade Serena Bowen gelesen, die ich mit True North wirklich gern mag, aber da braucht sich Mona Carsten definitiv nicht verstecken. Vom Schreiben her, ganz gleich, super genial. Habe ich alle drei super gefunden. Ich glaube, der zweite Teil ist mein Lieblingsteil, aber das kann morgen ganz anders sein. Also meiner Meinung nach Mona Carsten, New Adult, top. Als nächstes habe ich Jana Ruth, und zwar eine moderne Märchenadaption von Im Bann der zertanzten Schuhe. Eher auf der düsteren Seite, aber vor allem das letzte Kapitel voller Action, voller Drehungen, voller Wendungen. Das letzte Kapitel hat dann richtig atemlos zurückgelassen. Na Gott sei Dank, so am Ende so richtig durchatmen. Also war die ersten vier Teile habe ich nicht gelesen. Man kann sie separat voneinander lesen, weil sie einfach getrennt voneinander gut funktionieren. Dann habe ich mein Faible für Berlin. Das entwickelt sich immer mehr in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich vor kurzem erst von Sibylle Hein Vorwärts küssen, rückwärts lieben entdeckt. Das spielt hauptsächlich am Prenzlauer Berg. Die Love Letter Convention findet am Prenzlauer Berg statt. Wir wohnen dann auch dort immer, ich und mein Mann. Wir verlängern unsere Berlin-Aufenthalte immer, um einfach in Berlin herumzustreunen. Ich denke, als wir wohnen da jetzt am Land und in den Bergen, ist einfach Berlin für uns, es ist eben, es ist platt, es ist groß, es ist einfach das Gegenteil von dem, wo wir sonst untergebracht sind. Und dieses Buch war sehr köstlich zu lesen, sehr witzig, mit einer Hauptfigur, die sie illustriert und zeichnet. Kinderbücher, ist also sehr erfolgreich, steht mit beiden Beinen auf der Erde, aber wenn es um ihre Liebschaften geht, setzt ihr Verstand einfach mal nochmal aus und sie wartet im Grunde genommen immer noch auf den Märchenprinzen. Und in dem Fall trifft sie den Pizzaprinzen, und ob dieser Pizzaprinz dann tatsächlich für die Ewigkeit ist, ist eine andere Frage. Dafür müsst ihr es lesen, aber Vorwärts küssen, rückwärts lieben ist sehr gelungen, sehr witzig. Vor allem, weil hinten sind dann auch also diverse Zeichnungen der Autorin. Und wenn sie jemand auf Instagram stalken will, sie hat immer wieder so kleine Aktionen. Äußerst amüsant, äußerst witzig. Mein letzter Tipp ist auch etwas, was ich gerade fertig gelesen habe. Ich habe das Buch auf Lovely Books gewonnen zu einer Leserunde. Und zwar Nora Amelie. Die Schneemänner. In diesem Fall ist es Teil 1 bis 3. Nennt die Autorin Staffel 1. Ich finde das total nett. Staffel 1. Es ist ein Liebesroman. Und zwar, es geht um eine Dreiergeschichte. Das ist keine Dreiecksgeschichte, sondern eine Dreiergeschichte. Eine Frau, zwei Männer. Eine Triade nennt sich das. Oder Polyamorie. Oder was war das? Das passt schon. Und zwar hauptsächlich, also aus der Sicht, das ist jetzt aus der Sicht der weiblichen Hauptperson geschrieben, und zwar macht sie sich einfach Gedanken, wie die Welt damit umgeht. Es passiert am Anfang alles einmal recht schnell, diese Liebe, und sie macht sich dann wirklich einfach Gedanken, wie werden ihre Eltern darauf reagieren, wie wird die Umwelt darauf reagieren, wie reagiert sie selbst drauf. Schlussendlich ist man sonst gewohnt, mit einem Mann zusammenzuleben oder sich zusammenzuraufen, da mit zwei Männern. Und also ich kann ihre, manchmal ist sie richtig zickig, die Luisa in dem Buch, kann ich sie wirklich gut verstehen, weil da ist das Herz und dann ist der Verstand und der Kopf und man, das ist Gegensätze, die wirklich da in dem Fall auseinanderreißen, und
das ist auch tiefgründig, also es ist wirklich, ich habe mir zuerst gedacht, das ist eine reine Liebesgeschichte mit ein bisschen Erotik und ein bisschen Tiefgang, aber nein, es hat sehr, sehr viel mehr Tiefgang, als ich erwartet und gedacht hätte. Teil 2 habe ich in der Zwischenzeit schon fertig gelesen, Teil 3 bin ich gerade dabei. Es ist toll, es war wirklich so, dass ich gesagt habe, es hat jetzt keinen richtig fiesen Cliffhanger, behaupte ich jetzt einmal nicht. Manche sagen, er war fies, das empfindet jeder anders. Aber ich wollte echt wissen, wie es weitergeht. Und jetzt bin ich ganz froh, wenn ich ans Ende komme, weil ich kann mir schon vorstellen, was jetzt dann noch so ist. Aber das hat sich echt gut hingekriegt. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ihr seht, im heurigen Jahr sehr, sehr viele deutschsprachige Autoren, vor allem Autorinnen. Ich freue mich schon auf das Jahr 2018. Ein paar Serien habe ich mir ja schon vorgemerkt, in der Hoffnung, dass die weitergehen, beziehungsweise dass was Neues kommt. Ich möchte allen, die jetzt da zuhören und sich das ganze Geschwafel da angehört haben, einfach sagen, gibt den deutschsprachigen Autorinnen, den deutschen Geschichten einfach eine Chance. Wenn man vor 2-3 Jahren jemand gesagt hätte, du, im Jahr 2017 wirst du so und so viele Geschichten, die in Deutschland bzw. von deutschsprachigen Autoren geschrieben sind, lesen, hätte ich gesagt, hast du einen Knall. Ich mag keine Provinzkrimis, ich mag keine Regionalkrimis, das ist alles nicht meins. Aber in dem Fall kann ich mir auch mit dem Schauplatz Deutschland, Österreich, Schweiz gut anfreunden und behaupte einfach, die Qualität, die die deutschsprachigen Autoren bringen, einfach immer besser wird. Wir haben jetzt bei der Littler vor einigen Wochen auch darüber gesprochen, dass vor allem auch Verlage den deutschen Autorinnen und Autoren eine Plattform geben und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Geschichten zu veröffentlichen. Ich weiß, ich kriege jetzt im Dezember eine Geschichte einer deutschsprachigen Autorin, dann habe ich von der Beate Maxian das Neue da. Also es ist einiges im Werden, im Kommen. Man muss nicht immer alles übersetzen. Gewisse Dinge werde ich ja weiterhin auf Englisch, von englischsprachigen Autoren lesen, klar. Aber ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich noch viele deutsche Autorinnen finden werde, entdecken werde. Manche habe ich heuer ein bisschen vernachlässigt, das gebe ich auch zu. Aber ja, im Großen und Ganzen war das ein tolles Jahr mit guten Geschichten von neuen und alten Autorinnen. Und wie gesagt, ich sage euch nur, probiert es, gebt ihnen eine Chance. Und ich wünsche euch jetzt im Moment einmal, es ist noch nicht der erste Advent, aber er kommt bald, eine wundervolle Advent-vorweihnachtliche Zeit, eine schöne Adventszeit. Kommt zur Ruhe, setzt euch einmal hin und lasst einfach alles hinter euch, und wenn es eine halbe Stunde ist zum Durchatmen, ich mache das Gott sei Dank im Dezember regelmäßig, und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wie immer natürlich tollen Lesestoff. Vielen Dank.